Meine Automobilkarriere hat eigentlich früh begonnen. Meine Eltern sagen immer, dass ich mit den ersten Worten bereits Autos sagen konnte, früher wohl als auch Mama und Papa. Ich habe eigentlich als 16-Jähriger mir schon fest vorgenommen, dass ich zu Porsche gehen möchte und bin dann seit 99 in fester Anstellung und hatte dann 2010 die große Chance und die interessanteste aller Fragen in meiner bisherigen Karriere, ob ich den 918 Spyder übernehmen würde. Und ganz ehrlich, ohne lang nachzudenken, auf jeden Fall ja gesagt. Ich denke, Fahrzeuge wie ein 918 Spyder, also ein Technologieträger, so wie es eine lange Tradition ist bei Porsche, wie es der erste 911 Turbo war. Die allerersten Porsche-Konstruktionen von Ferdinand Porsche war auch schon ein Hybrid. Also insofern ist es tief verwurzelt. Wir haben natürlich mit dem 918 Spyder sehr viel Technologie aus dem Motorsport übernommen. Somit wird wirklich sichergestellt, dass die Technologie, die Erfahrungen aus dem Motorsport eben direkt auf den Serienautos gehen können. Dabei sind sehr, sehr viele Ideen entstanden. Wir haben sensationell tolle Leichtgewichtskonzepte umgesetzt. Wir haben ein Vollcarbon-Auto, wir haben die neuesten Materialien an Bord. Wir haben aber auch ein sehr, sehr ausgeklügeltes Design, beispielsweise des Fahrwerks. Der Reifen spielt immer eine extrem wichtige Rolle in jedem Fahrzeug, wenn es um Performance geht, weil um einen niedrigen Verbrauch realisieren zu können, ist der Rollwiderstand des Reifens sehr, sehr, sehr wichtig. Und mit dem, was uns Michelin gebracht hat, das konnten wir anfangs gar nicht glauben. Gut, unsere Rennfahrer sind völlig begeistert und sagen, es hätten sie nie erwartet, dass ein Reifen so viel Traktion aufbauen kann und dieses Sparsamkeitspotenzial hat. Um die unterschiedlichen Anforderungen des Fahrzeugs gibt es 4 plus einen weiteren Modus im Fahrzeug. Da gibt es einmal, wenn man die Pole sind, das rein elektrische Fahren. Und auf der anderen Seite den Race-Modus, bei dem eben der Verbrennungsmotor läuft, bei dem beide E-Maschinen maximal boosten und das Fahrzeug damit Beschleunigungswerte erreicht, die völlig unglaublich sind. Die Besonderheit, die wir uns ausgedacht haben, ist der Hotlap-Button, ein kleiner roter Knopf im Lenkrad. Wenn ich den drücke, kann ich nochmal den Betriebsmodus in der Batterie umschalten. Das heißt, ich kann die gesamte Energie in der Batterie nutzen. Das bringt dann auf dem Nürburgring einen Vorteil von 4 Sekunden. Ja, wir haben im Fahrzeug viele technische Besonderheiten realisiert. Eine ist beispielsweise, dass der Beifahrer etwas weiter vorne sitzt, etwa 20 mm als der Fahrer. Der Hintergrund war, dass wir als Ziel hatten 70 Liter Kraftstoffvolumen und wir hatten nur 68. Und wenn man den Beifahrer etwas weiter nach vorne sitzt, dann kann man den Tank vergrößern und dann gibt es 70 Liter Kraftstoffvolumen. Ja, der 918 Spyder, wir starten mit der Produktion im September 2013. Also um präzise zu sein, am 18. September, weil das in der amerikanischen Schreibweise 918 ist. Für einen gelernten Ingenieur ist der 918 Spyder natürlich die Herausforderung, die man in seinem beruflichen Leben erleben kann. Und die Aufgabe erfüllt einen jeden Tag mit Freude und mit Spaß.